verlassene Millionenvilla mitten in Berlin gefunden. Vor einigen Wochen fand ich in einem mir bisher unbekannten Villenviertel ein zugewachsenes Grundstück. Hinter dichten Sträuchern und Büschen sollte sich ein unglaublicher Fund verstecken. Alter, das ist so zugewachsen hier. Richtiger Dornröschengarten. Eine verlassene Villa, bestimmt schon 30 Jahre oder mehr unbewohnt. Der Besitzer ließ damals alles zurück, als er ins Altenheim gehen musste. Wir fanden Unterlagen und all seine Persönlichkeiten und das mitten zwischen bewohnten Häusern. Das ist hier teilweise noch richtig mit Schreibmaschine geschrieben, Vermögenssteuerbescheid. Das ist unglaublich, das ist wie ein Tagebuch hier. Was für ein Relikt. Eine unglaubliche Zeitkapsel sollte auf uns warten. Wir reisen ins Jahr 1976 und entdecken eine verlassene Villa mitten in Berlin. Mitten in einem Wohngebiet außen drum leben überall Menschen, ihr ganz normales Leben. Villen, riesige Häuser, die wir hier gesehen haben auf dem Weg hierhin. Und dazwischen ist diese uralte Villa. Das heutige Video wird gesponsert von RhinoShield, mein Partner, wenn es um den Bereich Handyhüllen geht. In diesem Falle möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, dass RhinoShield extrem robuste Handyhüllen für jeden Einsatzbereich hat. Es gibt sowohl die Solid Suit Hüllen, so wie in diesem Falle. Alle Hüllen bei RhinoShield sind übrigens bis 3,50 Meter Sturzhöhe abgesichert. Es gibt genauso aber auch Clear Case Hüllen und viele weitere. Da könnt ihr euch einfach im Shop von RhinoShield umsehen. Da findet ihr den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Heute möchte ich euch aber was Neues vorstellen, und zwar das Lanyard Gurtband. Das habe ich hier gerade schon mal an. Man kann hier ja so ganz cool das Handy einfach mit außen am Körper haben, muss es nicht mehr in der Hosentasche tun, und vor allem, wenn man wirklich mal irgendwo draußen ist, das Handy kurz braucht, um ein Foto zu schießen und dann wieder loslässt oder irgendwie abrutscht, dann fällt es nicht gleich runter, sondern wird zusätzlich geschützt. Das Material des Gurtbandes ist recyceltes Nylon. Außerdem kann man das Material auch extrem gut wieder recyceln. RhinoShield tut damit einen kleinen Anteil für den Umweltschutz. Ich finde das Ding ziemlich cool. In der Farbe Oliv in dem Falle, gibt aber auch verschiedene andere Designs. Und auch in der Dicke gibt es da, glaube ich, Unterschiede. Guckt da auf jeden Fall auch gerne in den Shop von RhinoShield. Mit dem Code Adventure10 spart ihr 10% auf das komplette RhinoShield Sortiment. Das lohnt sich auf jeden Fall bei der nächsten Bestellung. Ihr könnt ein bisschen sparen. Probiert das Gurtband sehr gerne aus. Übrigens macht man das hier so ganz, ganz einfach. Man hakt das einfach in die Hülle ein. Man muss also auch nicht extra eine neue Hülle kaufen. Und es hält bombenfest. Es sind Metallschnallen, nichts aus Plastik. Das ist also richtig sicher. Coole Sache. Guckt bei RhinoShield vorbei. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Wir befinden uns gerade direkt vor einer alten Villa, die bestimmt schon seit 30 oder 40 Jahren verlassen ist. Eine absolute Zeitkapsel, leider sehr, sehr stark einsturzgefährdet. Teilweise ist sie auch schon eingestürzt. Um uns herum liegt ein riesiges Villenviertel. Und das Krasseste daran, wir sind in der Hauptstadt von Deutschland in Berlin. Wir gehen da jetzt rein, gucken, was wir davon filmen können. Draußen lagen schon so Zettel, irgendwelche DDR-Zeitungsschnipsel oder sowas. Es ist ultra krass, sieht von außen aus wie eine absolute Horrorvilla. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Also, let's go. Ich musste in diesem Fall auch schon direkt auf dem Gelände anfangen zu filmen, weil draußen überall Leute sind. Hier ist dieses Überdach von der Eingangstür schon eingefallen. Alles kommt hier runter vom Dach. Der Putz blättert ab. Das ist richtig krass. Und hinter mir, also jetzt vor mir, befindet sich die alte Eingangstür. Eine alte Holztür mit Verzierung. Und hier geht's rein. Gleich am Anfang fallen schon zwei Sachen auf. Zum einen, hier geht's direkt runter. Also das ist stark einsturzgefährdet. Der Boden ist schon gar nicht mehr da. Und da haben mal irgendwann Leute eine Leiter draufgelegt, damit man da ja noch rüberlaufen kann. Aber inzwischen ist auch das da drunter wieder eingestürzt. Keine Chance. In die Richtung geht es auf keinen Fall weiter. Hier liegt auch ein riesiger Stapel Zeitungen. Das ist der Tagesspiegel, Ausgabe 1996, Berlin.
Freitag, der 19. Januar. 10 Tote in Lübeck bei Brandkatastrophe in Asylbewerberheim. Die wurden nie ausgeteilt. Guck mal, ein Riesenstapel. Ja, das waren so Zeitungsausträger, die hier mal abgelegt haben. Aber einfach im Jahr 1996. Also vermutlich war selbst da das Haus schon verlassen. Alter, es ist so eng hier. Es riecht muffig, schimmlig. Die Bausubstanz ist, glaube ich, eine absolute Katastrophe. Aber ich kann mir diese Zeitkapsel einfach nicht entgehen lassen. Sowas habe ich selten erlebt, gerade in Deutschland. Mitten in einem Wohngebiet, außen drum, leben überall Menschen ihr ganz normales Leben. Villen, riesige Häuser, die wir hier gesehen haben auf dem Weg hierhin. Und dazwischen ist diese uralte Villa. Eine Geistervilla. Ist unglaublich. Teilweise hängen hier die Sachen noch am Bügel, Jacken liegen rum und so weiter, Schuhe in Kartons, Umzugskartons, die vor mir stehen. Und andererseits ist der Boden hier eingestürzt. Alles irgendwo kaputt, umgestürzt. Hier liegen 1999er, 2000er Telekom gelbe Seitenhefte. Es ist unglaublich. Das ist ein richtiger Lost Place, so wie man ihn sich vorstellt irgendwie. Tapete blättert ab. Okay, lasst uns weitergehen. Hier gibt es echt viele spannende Details zu entdecken, auch wenn ich glaube, wir können nicht jeden Raum betreten. Übrigens haben viele sich gewünscht, ich bin mal wieder mit Felix unterwegs. Der hat ja auch schon ein bisschen Bange, steht extra im Türrahmen. Der ist auf dem sicheren Balken. Der einzig sichere Balken, weil auch hier geht es schon wieder irgendwie runter. Ah, hier ist so ein Flur, da oben ist die Decke wieder eingekracht. Riesendeckenhöhe auch. Felix ist, wie groß bist du? 1,80. Also die Decke safe das Doppelte. 3 Meter, 3,50 Meter Deckenhöhe, also ein richtig altes Haus. Gegenüber von mir ist ein Badezimmer. Da ist der Boden aber auch teilweise schon runtergekommen. Alter, boah, die Tür wäre fast umgekippt. Die hängt gar nicht mehr in den Angeln, weil die Türangeln schon rausgegammelt sind. Wenn ich an der Tür wackel, die steht einfach nur noch irgendwie so eingeklemmt im Müll. Hier ist ein Waschbecken, auch sehr, sehr krass. Hier hängt noch in der Steckdose ein alter Rasierer. Schaut mal, ist ein alter Philips-Rasierer. Der ist hier an so einem Kabel befestigt. Neutralreiniger, auch noch komplett voll. Und da ist eine Badewanne, ein Klo. Aber oben ist die Decke auch schon völlig weggebrochen. Okay, ich mache einmal einen großen Satz. Ein Schritt weiter im Flur. Hier ist übrigens der Umzugskarton, von dem ich gerade berichtet habe. Da sind tatsächlich noch Schuhe drunter. Das könnten halt gut hier alles so Schuhregale und sowas sein. Wir sind ja auch noch im Flur. Hier unten sind auch noch Schuhe. Ja, und hier ist dann die erste Garderobe. Da hingen früher wahrscheinlich mal die ganzen Jacken dran. Ein alter Perserteppich, noch eingepackt in Plastik. Weiß nicht, ob der damals noch gekauft wurde und seitdem hier angelehnt steht oder den mal irgendjemand hier abgestellt hat. Ansonsten liegt hier noch ein alter Aktenordner mit Akten von 1969. Das ist hier teilweise noch richtig mit Schreibmaschine geschrieben. Vermögenssteuerbescheid. Konten der Finanzkasse 1966. Hier ist auch noch ein Brief eingeklemmt von der Berliner Bank Aktiengesellschaft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier mal ein sehr vermögender Mann oder eine Frau oder eine Familie gelebt haben muss. Und guck mal, was hier noch liegt. Eine uralte Schokoladenpackung. Edelbitter, sieht total wertvoll aus, bestimmt auch aus den 70er, 80er Jahren. Tangermünder Edelschokolade, richtig mit so einem Wappen und so einer Unterschrift drauf. Ja, dann geht's da hinten weiter in zwei verschiedene Richtungen. Einmal den Flur weiter runter, da stehen schon so große Regale zum Lagern von, ich sehe schon Alkoholflaschen und sowas. Dann geht's in ein Wohnzimmer oder so. Aber hier zum Beispiel neben mir liegen auch noch Medikamente. Konjunktisan A. Die Einmaldosis bei degenerativen Augenleiden. Das klingt jetzt erstmal etwas, was man vielleicht eher als ältere Person zu sich nimmt. Aber keine Ahnung, da liegen mehrere Packungen davon rum. Ansonsten sind hier Schubladen mit Nähzeug, Knöpfe, Nadeln und so weiter. Hier noch eine Schublade damit voll. Dann haben wir hier noch ein kleines Eckschränkchen. Hier gibt es halt so viele Details, ich kann euch gar nicht alles zeigen. Zehlendorfer Chronik, Teltow-Kanal, 75 Jahre. Das sind hier so richtige Berliner Relikte aus Tagen. Da war ich noch nicht mal geboren. Wahnsinn. Da gehen wir hier ein Stückchen weiter. Vorbei an so einem alten, edel aussehenden Mantel. Hier liegen noch mehr Zeitungen. In dem Falle Ausgabe 98.
Ja, dann könnten wir den Flur runter. Ich würde aber vorschlagen, wir gehen zuerst da vorne ins Wohnzimmer und schauen uns dann gleich hier weiter um. Großes Wohnzimmer. Hier stehen auch einige Fenster offen. Ansonsten sind die alten Holzrollläden runtergezogen. Guck mal, was hier alles drin ist. Es kommt mir vor wie so eine alte Filmkulisse, aber es ist einfach ein altes Wohnhaus. Eine unglaubliche Zeitkapsel. Draußen bellt ein Hund. Es wohnen hier halt auch überall Leute drumherum. Es ist Wahnsinn. Wo fängt man hier an? Unter anderem, schaut mal, hier sind alte Dias. Es sind auch überall noch Fotos drauf. Erkennt man das ein bisschen? Das ist ein altes Hotel, würde ich sagen. Ein Urlaubsbild. Was haben wir noch? Belgrad, Blick über Pause. Alles alte Dias. Diese persönlichen Sachen zwischen all dem vermeintlichen Müll, der hier rumliegt, der aber natürlich keiner ist. Hier bin ich gerade mit dem Fuß schon fast draufgetreten. Ein Zettel. Der Polizeipräsident Berlin. Sehr geehrter Herr B., am 14. und 16.11.83 wurden durch Besatzung des Polizeibootes der Wasserschutzpolizei festgestellt, dass durch unbekannt gebliebene Täter vermutlich spielende Kinder an den steilen Ufern des Teltowkanals im Bereich Tempelhof 3 Hütten errichtet wurden. Die Hütten sind aus Holz und so weiter. Da zu befürchten ist, dass die Hütten als Depot für Diebesgut benutzt werden können, wird baldiger Abriss gebeten. Bezirksamt sowie Teltowkanal Aktiengesellschaft. Der schien da irgendwie ein Gelände zu haben und wird aufgefordert, das zu säubern und diese Hütten abzureißen. Und dahinter ist vom Teltowkanalmeisterei eine 8.900 Mark teure Reparatur, Eisenerz, Bohlenträger und so weiter, Kalksteine. Hatte da richtig Kosten und anscheinend Grundstücke am Teltowkanal. Wirtschaftsverband, Eisenmaschinen und so weiter. Eben ein vermögender Mann gewesen. Der Senator für Bau- und Wohnungswesen. Der war bestimmt im Immobiliengeschäft tätig. Hier ist so ein alter Trainer. Wie nennt sich so ein Ding? Ja, so ein alter Heimtrainer, kann man sagen. Der ist kaum zu erkennen, weil hier so viel Müll rumliegt. Aber ich denke, ihr könnt ihn ja sehen. Ansonsten Luchterhand, Lohnsteuer, Jahres, irgendwas, Gesamtabzugtabelle. Es geht ganz viel um Geld und Steuern hier. Die ganze hintere Wand ist mit Schränken gesäumt. Da hinten steht noch ein altes Telefon. Und hier in der Mitte liegen alte Bilderrahmen, wo vielleicht mal ein teures Gemälde drin war. Und was man kaum erkennen kann, hier stehen sogar noch Sofa und Sessel, aber die sind so von Müll überdeckt, dass man die quasi gar nicht mehr sieht. Hier, das sind die Möbel, Sofa und Sessel in der Optik. Und hier hinten, auch sehr krass, steht noch eine alte Musikanlage. Vielleicht sogar mit integriertem Plattenspieler. Senderwahl, made in Germany. Das ist auch uralt. Ob das damals noch funktioniert hat? Wahrscheinlich schon. Ganz kleiner alter Fernseher. Ey, das sind Relikte, das kann man sich nicht ausdenken. Goldstar-Fernseher, wo du die Sender noch mit so einem Drehregler verstellen konntest. So konntest du dann die paar Sender, die es gab, durchschalten. Nichts mit Netflix oder so. 8 Sender und fertig. Ich gehe jetzt gerade mal über das alte Sofa. Anders kommt man nämlich nicht in den weiteren Raum. Es gibt nämlich noch einen Raum, der nur von so einer Trennwand vom anderen verschließbar war. Hier steht noch ein alter Schreibtisch. Bücher an der Wand in einem Bücherregal. Hier ist auch die ganze Tapete runtergekommen. Hier standen mal Sessel, würde ich sagen. Boah, ey, da hinten ist ein ganz alter Fernseher. Da, der ist richtig verschüttet worden von den alten Tapeten. Wie krass das aussieht. Hier der große Schreibtisch. Ein alter Kalender. 1978. Hier ist sogar was reingeschrieben. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. 17.10 Uhr, Schule. F.eg, Grieß gekocht. Spandau, aufgewärmt, gegessen. Gepackt, 14.50 Uhr, Fahrzeug beladen. Das ist unglaublich, das ist wie ein Tagebuch hier.
Aber das ist nur auf einer Seite passiert. Danach wurde nie wieder was geschrieben. Was für ein Relikt. Und hier auch wieder krass. Ein Werbeheft Audi 80 zur verbindlichen Technik, das perfekte Styling. Vielleicht hatte der damals ein Audi 80. Legendäres Auto. Hier sind so richtig Studien. Das schöne Styling des Audi 80 bietet ihnen zu schöneren Formen einen schöneren Vorteil. Der neue Audi 80 hat eine perfekte aerodynamische Form. Das ist echt Kfz-Zeitgeschichte pur. Und hier sind die Daten dazu. Auch heute wäre das nicht mehr möglich. Das Fahren mit dem Audi 80 ist sehr wirtschaftlich. Es gab ihn mit 8,5 Litern Normalbenzinverbrauch bei 55 PS. 110 PS war die größte Motorisierung bei 8,6 Liter Superbenzin. Und so sah der Motor aus. Es ist unglaublich, hier durch dieses Haus zu laufen. Über mir ist eine Stuckdecke, es ist eine uralte Stadtvilla. Gefühlt wirklich die krasseste Zeitkapsel, die ich zumindest in einer Großstadt je gesehen habe. Und ich habe schon viele Lost Places gesehen, das wisst ihr ja. Auf meinem Kanal gibt es ja unzählige Videos. Eins besser, eins schlechter, aber das hier fasziniert mich wirklich sehr. Vor allem dieser Verfall. Und trotzdem ist noch alles hier. Ich stehe, glaube ich, so halb auf einem alten Gehwagen. Man sieht den Boden gar nicht mehr. Bisschen gefährlich ist es auch und deswegen auch so spannend. Noch mehr Türen, die ich hier sehe, Abstellkammern. Alles voller Dinge. Ist das unglaublich? Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Das ist für mich wirklich pure Leidenschaft, sich sowas anzusehen. Durch die Zeit zu reisen, den Audi 80, den es in den 70er und 80er Jahren gab, zu sehen in einem Magazin, alte Zeitungen zu durchblättern, Briefe zu sehen von den Menschen, die hier gelebt haben, die seit so, so vielen Jahren nicht mehr auf dieser Welt sind, höchstwahrscheinlich. Und dieses Haus steht als einzelne Zeitgeschichte einfach so mitten zwischen neuen Gebäuden und keiner interessiert sich mehr. Unglaublich, oder? Okay, ich bin wieder ein Stückchen zurück zu dem Flur vom Anfang. Hier sind jetzt diese Lagerregale, wo ich meinte, dass da Alkoholflaschen drin stehen. Hier auf dem Boden sieht fast aus wie so eine alte Gucci-Tasche, weil da so ganz leichte Musterungen zu erkennen sind. Ich weiß leider nicht genau, wie das Gucci-Zeichen aussieht. CE. Keine Ahnung, was das für eine Marke ist, aber es sieht teuer aus. Hier ist noch eine andere Tasche, die ist aber offen und tatsächlich gefüllt. Neu gekauften Sachen, so wie diesem Notizheft. Vielleicht war jemand zuletzt mit dieser Tasche einkaufen. Hier stehen die Alkoholflaschen, die ich vorhin meinte. Edelkirsch, Likör, 27%. Und hier geht's noch einen Raum weiter. Wieder der krasse Stuck an der Decke. Ist das ein Schlafzimmer oder ein Ankleidezimmer? Hier hängt auf jeden Fall ein ziemlich edel aussehendes Sakko. Ein Spiegel, das ist ein riesen Kleiderschrank, ja. Und hinter mir ist auch alles voller Anzüge. Mäntel. Da ist oben drauf sogar noch sowas von einer Wäscherei, so ein Schnipsel. Alles voll. Hier, was ein so ein Sakko damals gekostet haben muss. Das wird alles die Arbeitskleidung oder die Dienstkleidung gewesen sein. Vielleicht auch für Feierlichkeiten. Hier, das ist ein kompletter Anzug. Vielleicht sogar maßgeschneidert. Unglaublich, aus den 70ern. Und damit ist er vielleicht in seinem Audi 80 dann durch Berlin gefahren. Und als wäre das nicht genug, in dem oberen Teil des Regals noch hier 25 Luftpostbriefumschläge mit diesen alten, coolen Flugzeugen, die früher irgendwie, finde ich, auch viel besser aussehen als heutzutage. Und alten Fotos. Hier von einem Hund, dahinter eine ältere Dame an der Tür, vielleicht sogar die Eingangstür hier. Sogar ein alter Lippenstift. Boah, Wahnsinn. Der wurde sogar irgendwann mal genutzt, würde ich sagen. Und hier eine Frau auf einem Boot. Ja, das sieht alles nach schönen Urlauben und einer schönen Zeit aus. Auf den Fotos zumindest. Ich habe so langsam die Vermutung, dass wir hier schon im letzten Raum angekommen sind. Aber
Vielleicht finden wir noch irgendwas, was Interessantes. Eine Küche war, glaube ich, vorne noch. Da können wir gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall muss das gerade für Berliner ja eine unglaubliche Zeitreise sein. Vielleicht habt ihr einige Sachen wiedererkannt aus eurer Kindheit, Jugend, aus dem Erwachsenenalter, wie auch immer, je nachdem, wie alt ihr seid. Aber ich glaube, so ein Ort hier ist ganz, ganz wichtig. Auch, dass der mal nicht bewohnt ist, dass der nicht renoviert wurde, saniert wurde, sondern dass der als zeitgeschichtlicher Teil erhalten bleibt, solange es geht. Ich denke, in 2-3 Jahren wird das Ding komplett zusammenstürzen und vielleicht war ich auch das letzte Mal in diesem Ort. Ich wohne ja nicht sonderlich weit weg, kannte den bisher aber einfach nicht. Und dann taucht er einfach in einem alten Wohngebiet auf und ist seit so, so vielen Jahren verlassen. Der ist länger verlassen, als ich auf dieser Welt bin. Ist das zu glauben? Ich gucke jetzt nochmal weiter, was es noch gibt. Das ist wahnsinnig faszinierend. Ich komme gar nicht drauf klar, ehrlich gesagt. Ah, guckt mal hier. Da stand Felix vor einem Türrahmen, deswegen bin ich am Raum vorbei. Aber das ist die alte Küche. Riesendeckenhöhe, leider schon auch wieder eingestürzt. Da sieht man einen ganz, ganz kleinen Teil, was da drüber mal stand. Es könnte das Badezimmer gewesen sein, aber da kommen wir nicht hoch, niemals. Wir müssten irgendwo das Treppenhaus finden, da hinten ist auch noch ein Abstellraum. Alles super interessant, aber das wird uns für immer verborgen bleiben. Das Einzige, was man eben noch sehen kann, ist hier das Geschirrbesteck. Die alten Fliesen, für die man sich entschieden hat. Im Kühlschrank steht noch eine ganz alte Cola-Flasche. River Cola. Das ist doch von Aldi eine Eigenmarke, oder nicht? Aber von wann? In Glasflaschen und so in dem Style habe ich das noch nie gesehen. Aber der Raum ist halt völlig zerstört. Theoretisch auch noch ein Keller, aber auch da kommen wir nicht hin. Das Einzige, was wir machen können, ist nochmal versuchen, durch den Garten zu kommen und das Haus von außen zu sehen. Gut, gehen wir wieder raus. Draußen schreien schon irgendwo Kinder, die da wahrscheinlich im Garten spielen. Alter, da rennen Kinder. Alter, es ist so zugewachsen hier. Richtiger Dornröschengarten. Wie ist das Wahnsinn? Hier kommt man, glaube ich, theoretisch zu dem Balkon, ja, wo man den Blick aus dem Wohnzimmer hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Aber da will ich jetzt gerade nicht hochgehen, weil hier überall Nachbarn sind. Im hinteren Teil des Gartens steht noch so eine alte Hütte. Kein Plan, was da drin ist. Ich glaube, ich sehe da ein altes Fahrrad. Ja, da steht ein altes Fahrrad drin. Und Gartengeräte. Bestimmt auch seit 30 Jahren nicht mehr genutzt. Das war noch eine ganz andere Zeit. Damals waren diese Fahrräder wahrscheinlich noch modern. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich weiß nicht, wie viel am Ende bei rumgekommen ist. Ich hoffe, ihr hattet mega Spaß beim Zusehen. Ich fand, es war eine wahnsinnig interessante Erkundung. Ich hätte vor allem in Berlin nie damit gerechnet, so etwas zu finden. Vor allem mitten im Wohngebiet. Ich kann es immer nur wieder sagen. Eine absolute Zeitkapsel, die wirklich seinesgleichen sucht. Wahrscheinlich einmalig in dieser ganzen Stadt, vielleicht aber auch nicht. Und noch mehr dieser Gebäude schlummern direkt in eurer Nachbarschaft. Wenn ich da noch was finden sollte, dann werde ich euch das natürlich als erstes wissen lassen. Wenn euch diese Art von Video gefällt, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Unterstützt den Kanal mit einem Abo, um kein Video mehr zu verpassen. Bis dahin, bleibt frei und gesund, euer PJ Adventure. Und schaut auch gerne bei Felix und Tobi vorbei. Ciao.